Geier nicht hier so rüber. Oh, hier ist alles voll mit denen. Na gut. Sehe ich so, wie die Haare von der aussehen, arbeitet die nicht regelmäßig auf dem Bau. Die ist höchstens Inspekteurin oder sowas. Frag die mal, wie viele hat die denn davon? Ich meine, mehr EP für mich, ne? Aber es muss doch ein bisschen Varietät dabei sein. Oder auch, wie es heutzutage heißt, Diversity. Scheißdreck. Go. Und lass mich raten. Wer hätte das geahnt? Natürlich nicht wechseln, hallo? Garados ist meine Kriegswaffe. Das war eine lehrreiche Trainingseinheit. Niemals dreimal dieselben Viecher dabei haben, oder was? Aha. Grimasse. Habe ich nie benutzt. Aha. Die Augen von dem. Grandios. Bleibt nur ab und zu stehen, um zu sehen, ob irgendwas glitzert. Bis jetzt sehe ich nichts. Komm, die hat jetzt auch fünfmal nur Zubat dabei oder so. Nee, das ist schon mal was anderes. So einfach kann's gehen. Komm, no. Rotomurph? Was ist das denn? Der kommt mir komischerweise bekannt vor. Der kommt mir sehr bekannt vor. Puh, Kratzer. Die gefürchtetste Attacke. Die existiert. Tackle ist auch nicht übel. Tackle darf man, so simpel die Attacke auch ist und so alt die Attacke auch ist, nicht außer Acht lassen. Ja, nice. Steinpolitor klingt schon so lame, wird nicht gelernt, so ein Dreck. Damageverlust. Was hat er gesagt? Meine Pokémon würden sich gut in ihrem Team machen. Die sollte gefälligst aufpassen, was sie sagt. Guck, wo anders hin. Fuck. Der ist hier, um nach Items zu suchen. Der sieht nicht, dass ein Meter hinter ihm was liegt. Na gut, Emil. Das ist echt einfach nur ein Stein. Das ist die einäugige Version von Kleinstein. Er hat eine kleine... Habe ich das richtig gesehen? Der hat eine kleine Kugel unten dran, wo er drauf rumrollen kann? Ein Item hätte dir auf jeden Fall geholfen. Am besten ein Trank. Ja, der hat eine kleine Kugel, wo er drauf rollt. Das sehe ich jetzt erst. Der Träger wird nicht mehr durch fallende andere Objekte beeinträchtigt, die auf dem Boden liegen. Kann ich die aktivieren?
Hey, soll ich die jetzt... Ich geb die mal... Ja, Garados trägt jetzt Plateauschuhe. Ach so. Hahaha. 38 Pokémon. Bin gut dabei, würde ich sagen. Der Äther. Das kann ich gebrauchen. Leber ist immer gut. Den kennen wir doch da vorne. Den kennen wir doch. Der hat einen Dynamax-Band. Oh, oh, oh. Jetzt wird er aber frech, mein Freund. Verdammt, ich dachte, ich könnte einfach um ihn herumlaufen. Ja, aber ich... Oh, wie armselig. Oh, oh. Okay. Ja, zeig mir deine... Ach so, mächtig. Oh, ein Superball. Hast du schon einen Superball gebraucht, um deine Viecher zu fangen? Monozyto. Das sieht schon sehr widerlich aus, das Vieh. Die Musik. Ciao. Gute Ausrede. Gute Ausrede, mein Freund. Schwach, aber... Molimorba? Hä? Keine Ahnung, was das ist. Okay. Egal, selber Attacke. Und tschüss. Ab dafür. Primova. Hau raus. Ja, jetzt komm. Zeig her, was du drauf hast. Hä? Was ist das denn? Damit will er die Sache jetzt schnell beenden? Tja, so einfach kann es sein. Immer diese Leute, weißt du? So ein Maul und nichts dahinter, Alter. Aha. Egal, ob er ernst gemacht hat oder nicht, er hat verloren. Betis. Hä? Keine Ahnung, ob es hier Wunschsterne gab. Ehrlich gesagt, müsste ich mal auf die Karte gucken. Denn... Ich soll ja zur Route 3. Warte mal, das hier Route 4 ist. Ist das Route... Warte mal, Route 3 liegt hinter mir. Was, wo bin ich denn dann vorhin da rausgekommen? Ich gehe nochmal zurück, ganz kurz. Ich habe da oben nicht weitergeguckt, weil ich dachte, das wäre der Weg, zu dem ich hin muss. Aber... Wenn das der Weg ist, zu dem ich hin muss, dann muss das andere ja was anderes sein. Das war hier hinten, ne? Überall Latsch dagegen. Oh. Ich hätte wirklich nur einen Meter runterlaufen müssen. Nice. Scheiße. Sehr schön. So viel dazu. Dieser Rucksack, der ist immer noch gigantisch. Warum kann ich nicht so einen normalen Rucksack? Warum hat er so einen kompletten... keine Ahnung, was das ist. So ein Reisekoffer auf dem Rücken. Alter, 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 Alter. Bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Was zur Hölle? War das die Weiterentwicklung? Heilige Scheiße. Kann ich das irgendwie triggern?
Nein, ich will das Vieh hier triggern. Ich schreie einfach da raus hier. Komm zurück. Huh. Oh fuck. Ja, sehr schön. Kann ich fliehen? Glück gehabt. Ich weiß nicht. Na, oh, der ist ja immer so ein 10 Meter Bogen läuft. Ich will dieses große Vieh nochmal wiedersehen. Was hier war. Ich glaube, das kommen nur alle Äonen mal. Huch. Hier wollte ich gar nicht hin. Sekunde. Hm. Okay, da verschwinden sie. Wenn ich jetzt hier hochlaufe und direkt hier mich hier hinstelle. Ah, okay, einmal probiere ich es noch. Vielleicht. Oh mein Gott. Na. Mein Freund, ich habe dich gewarnt. Warum ist es sehr hoch auch noch? Level 16? Hilft ihm hier auch nicht viel. Sehr schön. Abschlag. Ja. Sehr gut. Oh. Dich habe ich, glaube ich, noch nicht. Dem habe ich nur in einem Trainerkampf begegnet. Aha. Oh, Tackle ist hoffentlich nicht zu effektiv. Volltreffer, wirklich? Muss das jetzt sein? Guck's dir an. Lunkett. Jawoll. Einkassiert. Okay. Dreht sich rapid um die eigene. Achso, und schützt sich auf seine Beute. Ja, ja. Ab in die Box mit dir. Ich will trotzdem dieses Vieh nochmal sehen. Okay, da disappearen sie. Ich bin schnell. Verdammt nochmal. Es wird Zeit, dass er wieder auftaucht. Ich glaube, dass das die Weiterentwicklung von dem Klonkett war. Will wohl nicht. Na gut, ich werde ihm, glaube ich, noch früh genug begegnen. Aua. So, jetzt bin ich auf Route 4. Wer bist denn du? Ja, warum nicht? Groß war die Mini jetzt nicht.
Aber die andere Mine kann ja noch was werden. Das da unten ist die Pflanzenarena. Da komme ich mit meinem Gyarados allerdings nicht allzu weit. Aber gucken wir mal. Sieben Sachen. Das reicht, das reicht. Sinelbeeren sind immer gut, die heilen nämlich. Ist das ein... Ich wollte gerade sagen, ist das ein Pikachu? Aber nee, es ist nur ein Furry. Pokémon Mauzi? Was zum Teufel? Das ist doch kein Mauzi, Alter. Hä? Ist das ein mutiertes Mauzi oder was? Was zur Hölle? So habe ich das nicht in Erinnerung. Hä, so einen fetten Vollbart, kleine Hörner, was ist das hier? Habe ich irgendwas verpasst oder so? Samurzel. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Das sieht wenigstens noch genauso aus. Keine Ahnung, was das für eine Mauzi-Geschichte gerade war. Smetbo. Das gute Smetbo. Das sieht wenigstens normal aus. Kann nicht angreifen. Das tut mir aber leid. Was? Oh, oh, oh. Das hast du nicht getan. Okay, das war's. Nächste Runde. Vergesse es, Volltreffer. Das ist Karma, mein Freund. Das ist Karma. Alter, gibt doch noch ordentlich Asche hier. Also, EP. Asche gibt's wahrscheinlich auch ordentlich. Naja, 1440. Das ist ein Mauzi. Komisches. Hä? Das ist doch kein Mauzi, Alter. Das sieht aus wie Garfield aus diesem Horror-Comic. Scheiße. Ich riskiere es einfach, Biss einzusetzen. Komm, bleib im Leben, bleib im Leben, bleib im Leben, bleib im Leben. Ja! Und ich kann sogar direkt einfangen, theoretisch. Wie sieht denn der Snobilicat aus? Holy shit. Wahrscheinlich wie so ein Löwe dann nachher. Oder so ein Hängebaus und Vollbart. Das sieht sehr, sehr merkwürdig aus. So habe ich Mauzi nicht in Erinnerung. Ein Stahl-Pokémon? Hä? So habe ich Mauzi definitiv nicht in Erinnerung. Ja, Gala-Form steht da. Hä? Merkwürdige Gala-Form. Es war normal. Ich glaube, normal und Unlicht, bitte. Naja, ein bisschen furry. Also, ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Oh, fuck. Wenn das jetzt ordentlich Damage macht, dann bin ich am Arsch. Biss, hau raus. Oh mein Gott. Wenn es irgendwie Elektroattacken macht, bin ich doppelt gefuckt. Also doppelt im Eimer, weil ich bin Wasser und... Okay, vergiss das. Wasser und Flug. Paralysiert? Muss die Paralyse heilen. Zum Glück habe ich genug Zeug dabei.